Der blaue Podcast. FPÖ aktuell. Am 26. Oktober feiert Österreich alljährlich seinen Nationalfeiertag. Und auch heuer lud an diesem Feiertag der Freiheitliche Parlamentsklub die Österreicherinnen und Österreicher zu sich ein. In der Reichsratstraße, gleich hinter dem Parlament, wurden die Gäste mit Gulasch aus der Gulaschkanone, mit Würsteln von Mario Kunaseks Food Truck aus der Steiermark, mit Pizza und mit Getränken versorgt. Auch unsere Schneiderin war vor Ort und hat beim Hosenkürzen oder Knopf annähen geholfen. Bundesparteiobmann und Klubobmann Herbert Kickl hat es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit anderen Abgeordneten stundenlang heißes Gulasch an Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. Andere wie die beiden Generalsekretäre Christian Hafenecke und Michael Schnedlitz zapften wieder fleißig Bier und andere Getränke für die Durstigen. Der Zuspruch zu dieser Nationalfeiertagsfeier des FPÖ-Parlamentsklubs war gewaltig. Tausende Mitbürger kamen nicht nur für Speis und Trank, sondern auch um mit den freiheitlichen Abgeordneten zu plaudern und Erinnerungsfotos zu schießen. Es wurden Gespräche geführt, die den Bürgern wie auch ihren freiheitlichen Volksvertretern gleichermaßen Kraft geben werden für eine gemeinsame und vor allem bessere Zukunft für unser Vaterland. Auch ich habe mich mit dem Mikrofon unter die Leute gemischt und sie gefragt, worauf sie stolz sind als Österreicherinnen und Österreicher, nicht nur an diesem Feiertag der Nation, dem 26. Oktober. Ja, auf unsere Freiheit, auf unsere Kultur, auf unseren Zusammenhalt, auf unsere Gesellschaft, wie wir zusammenhalten, wie wir sozusagen Chancen zusammen bewerkstelligen und ins Neue gehen. Auf das bin ich stolz. Das zeichnet uns als Österreicher aus. Ja. Auf unsere Heimat, auf unsere wunderschöne Natur, auf unsere Bauern, die das auch so erhalten, ja, dass wir das auch so schön genießen können. Auch auf unsere Politik, auf unsere freiheitliche Politik natürlich. Auf Herbert Kickl. Auch auf den Kickl, nur am Kickl. Die anderen können es anschirmen von mir aus, ja? Ja, vor allem auf die Neutralität. Es ist jetzt her, 70 Jahre lang und heute ein umso wichtigeres Gut in Zeiten der Kriegstreiberei. Ich bin Österreicherin, ehemalige Deutsche. Na, dann haben sie sich verbessert. Ja, verbessert, verbessert. Man muss was tun, dass sich was verbessert. Und da sind wir. In diesem wunderschönen Land zu leben. Ich meine, es ist ja ein sehr schönes Land mit richtig schöner Kultur. Und darauf kann man natürlich stolz sein als Österreicher. Ich möchte die Neutralität auf jeden Fall bewähren. Wenn wir mehr verdienen täten, auf das war er die stolz. Und wenn die Blauen einmal an die Macht kommen? Aufs Land, wenn man ein reiches Land. Ja, auf das Land an sich, von der Landschaft her, aber nicht auf die Regierung und nicht auf die Politiker. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Wähler und auf jede einzelne Wählerin von den 1,4 Millionen Menschen, die sich getraut haben, die FPÖ zu wählen, die zur Wahlurne gegangen sind und gezeigt haben, wir stehen hinter FPÖ. Ja, und ich bin auf jeden Menschen stolz, der in Österreich lebt und offensichtlich jedem zeigen kann, ich stehe für die FPÖ, ja. Und einfach ausschreit, nicht mit uns, nicht mehr so ein System. Wir wollen etwas verändern. Wir sind selbst die Veränderung. Ja, und ich finde, dass wir jeden Tag mehr werden, jeden Tag lauter werden und uns den ganzen Blödsinn, was die anderen machen, nicht mehr gefallen lassen dürfen. Auf Neutralität, auf unser ganzes Land und unsere Werte bin ich auf jeden Fall sehr stolz und ich möchte es eigentlich beibehalten. Das ist mir sehr wichtig. Unsere Traditionen. Dass die FPÖ einen Rückhalt von mir hat, als Bürger, als Staatsbürger, als Mensch da. Und das auch für Veränderung steht zum Beispiel. Ja. Gut, Veränderung im Guten. Auch in der Agrarpolitik brauchen wir eine Wende zum Guten. Ja, ein Land, Berge und was immer so ist. Ne? Und der Staat ist weniger bei uns, ne? Weil du ziemlich überrennt ist von anderen Leuten. Also ich bin stolz darauf, dass wir das jetzt endlich geschafft haben, dass wir einen ersten Nationalratspräsidenten von der Freiheitlichen Partei Österreichs haben. Die Freiheit. Und auf die Freiheit. Ja. Neutralität. Halt. Auf jeden Fall auf die Kultur, auf die Landschaften, auf die Leute, auf die Geschichte und definitiv auf den österreichischen Kampfgeist und den Durchhaltegeist einfach. Die Mentalität Österreich und dass Österreich so stark wird und bleibt, wie es ist und dass Österreich Österreich bleibt. Auf die Regierung überhaupt nicht. Wenn, dann nur FPÖ. Auf das Volk. Auf die Österreicher. Und aufs Land sowieso. Auf sehr, sehr viel.
Wir haben hier in Österreich sehr, sehr viel, was andere Länder nicht haben. Also da können wir uns sehr glücklich schätzen, gell? Die Landschaft, die Kultur, was leider stirbt. Ich weiß gar nicht, dass Österreich so schön ist, viel Felder hat, viel grüne Natur und ich finde das einfach schön. Dass ich hier leben darf, dass wir ein sicheres Land sind, ja. Also ich bin prinzipiell sehr stolz auf unsere Neutralität und dass das nach wie vor hoffentlich auch in Zukunft so gehandhabt wird. Ja, dass wir neutral sind, das ist also, und dass wir das beibehalten, das wäre schön. Dass wir unser Bargeld beibehalten, dass wir einiges aufarbeiten. Aber wie gesagt, man kann der FPÖ gratulieren. Hoffentlich bleibt es dahinter. Ich muss den Hauser gratulieren, der hat einige Themen angegangen, was er mir gesagt hat, was er dann wirklich eingehalten hat. Und auf solche Leute kann man stolz sein. Ich bin stolz, in diesem Land leben zu dürfen, wo wir im Zuge des Nationalfeiertags die Neutralität feiern. Ich auch heute hier bin bei einer Partei, wo das gewürdigt wird, die einen tollen Wahlerfolg eingefahren hat und heute eigentlich alles das gefeiert wird am richtigen Ort, so wie es sein soll. Und darauf bin ich gerne stolz und bin auch stolze Österreicherin. Die Neutralität bin ich am meisten stolz, muss ich euch ehrlich sagen. Und wenn ich dann höre, dass irgendwie die Neutralität abgeschafft werden soll oder untergraben werden soll, dann macht mich das eigentlich schon ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Und ich will eigentlich, ich habe einen Sohn mit 7 Jahren und ich will eigentlich nicht, dass der irgendwann in den Krieg ziehen muss, irgendwohin. Nur weil es jetzt die Neos oder irgendwelche neue Parteien einbilden. Das muss ich schon ehrlich sagen. Momentan auf nichts mehr. Aber wird es wieder kommen? Mit Blau hoffe ich sehr. Ansonsten schaut es schlecht aus. Was der Herz hast, wie der Bergwerk, was der Wahnsinn bist für mich, steh ich auf die Österreich. Der blaue Podcast FPÖ aktuell.